Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wenn alles gut läuft, ist das tatsächlich heute das letzte technische Video zu dem RS4 Limo-Motor, bevor ich den nicht am Wochenende einbaue. Was machen wir heute? Thema Steuerzeiten. Nockenwellen einmessen, Zahnräder drauflegen. Da das bei dem letzten Mal ein Problem war, ihr erinnert euch, wir blenden das mal ein, der Zahnriemen ist so ein bisschen geeiert, da kommen wir später nochmal drauf. Habe ich mir überlegt, da auch für mich das Thema Steuerzeiten schon wieder ziemlich lange her ist bei dem Motor, machen wir das mal zusammen, weil es ist wirklich eine extrem technische Sache. Also setzt euch hin, holt euch ein Kaltgetränk, macht den Kopf frei, weil das wird auf jeden Fall ein technisches Video. Und deswegen machen wir das nochmal zusammen. Als erstes zeige ich euch, was in der Zwischenzeit passiert ist. Der Motor ist nämlich so gut wie einbaufertig. Es ist alles dran. Leitungen sind dran. Wasserkreislauf. Ich bin ja mittlerweile gefühlter halber Wasserkreislauf-Experte. Das heißt für die beiden Turbolader. Die werden ja wasserumspült, dann Ladedruckregelung, Unter- und Oberkammer, die zusammen quasi auf einen N75 gehen. Benzindruckregler haben wir ja fest an dem Motor hier hinten gemacht. Das heißt wirklich Rail, Rücklauf nach hier. Hier Kohlewellengehäuseentlüftung mit dieser kleinen Krake, die wir gebaut haben. Alles dran, ne? Wasser, wie gesagt, eine Seite gehe ich in den Lader rein, andere Seite gehe ich raus. Wir haben bei dem Motor keinen Wärmetauscher im Innenraum. Da kann ich eigentlich noch mal kurz drauf eingehen. Das war jetzt ja beim Abarth so ein Riesenproblem, dass man den nicht einfach wegmachen kann. Bei diesem Motor ist das nicht ganz so ein Problem, weil der ganze Kreislauf schon anders aufgebaut ist. Das heißt, in unserem Fall ist es so, ja, das ist am Ende dann doch wieder so, der Motor ist am Ende so zugebaut, dass man es nicht mehr sehen kann. Aber bei dem V6 ist es tatsächlich so, dass der vor der Wasserpumpe, also die Wasserpumpe sitzt im Block, und auf der anderen Seite von der Wasserpumpe haben wir zwei Saugseiten und ein Kreislauf ist eh schon immer kurz geschlossen. Also das ganze Wasser, was aus den Köpfen rauskommt in dieses Wasserrohr, schon wieder krass, Alter, man sieht selbst das Wasserrohr fast nicht. Also die Pumpe pumpt durch den Block in das Wasserrohr und dann kann es hier durch diese Leitung durch den Turbolader, kommt durch diese Leitung zurück, geht in dieses umgeschweißte Rohr, hier ist wirklich schon wieder jedes Rohr umgeschweißt, und geht quasi vor die Pumpe und saugt. Das ist schon mal eine Verbindungsstelle. Das eigentliche Wasser, was aber aus dem Motor kommt, geht hier durch in den Wasserkühler und geht da in den Motor wieder rein. Also hier kann man so ein bisschen mehr sehen. Dieses Rohr hier, dieses Rohr kommt hinten von der Verbindung an den Köpfen. Dann geht das Wasser hier durch, geht hier in den Wasserkühler und geht auf der Seite hier durch wieder vor die Pumpe. Hier sitzt die Pumpe, die saugt einmal hier drunter. Das ist das besagte Rohr, was hinten von den Turboladern kommt. Da war früher auch der Wärmetauscher dran. Wir haben hier das Rohr, was auch hinten an das Querrohr geht. Also, wie soll ich das erklären? Damit wir nicht den gleichen Fehler machen wie... Also wir haben hier auch ein Thermostat drin. Und jetzt muss ich selber einmal nachdenken. Angenommen, das Thermostat ist zu. Schon wieder sehr technisch hier gerade, ich weiß. Also in dem Fall haben wir nicht das Problem, haben wir kein Problem mit dem Kreislauf, wie beim Abarth, weil jetzt ganz grob gesagt, Wasserpumpe, zwei Saugstutzen und diese Saugstutzen sind eh im Block offen miteinander verbunden. Also da kann sich kein Druck oder irgendwas aufbauen. So, eine Sache, die ich noch gebastelt habe, seht ihr hier? Abgasgegendruck, linke und rechte Bank. Warum den Sensor nicht direkt dran geschraubt? Also der Sensor ist hier unten in dieser, ich kann es nochmal schnell rausdrehen. Also ich habe einfach eine Bremsleitung genommen. Die Bremsleitung ist tatsächlich einen Meter lang. Habe da nur eine Spirale rausgemacht. Und bin dann in eine kleine, wie soll ich es nennen, eine kleine, ja, eine Resonanzkammer ist es nicht. Aber wir haben die Erfahrung gemacht, schraubt man den Sensor direkt auf die Leitung, ist die Linie ziemlich am Zittern. Weil man braucht ein kleines Volumen dazwischen, welches einfach den Druck dämpft. Das heißt, mit einem kleinen Volumen, mit einer Kammer dazwischen, ist die Linie von dem Sensor viel, viel schöner. Und tatsächlich, diese Schnecke reicht schon, dass es kalt genug ist, dass der Sensor am Ende heile bleibt. Deswegen ist einfach nur ein Meter Weg dazwischen. Weil die Abgase sich dann doch schon so krass und schnell abkühlen. Das Ganze haben wir auf der linken und auf der rechten Seite. Genauso messen wir auf der linken und rechten Seite auch die Turbolader-Drehzahl. Sieht man hier. Da steckt der Sensor drin, dieses Kabel, was da rausgeht. Das heißt, wenn dieser Motor demnächst auf dem Prüfstand läuft, können wir linke und rechte Seite Laderdrehzahl als auch Gegendruck im Krümmer bestimmen. Und sehen somit, was der Motor wirklich letzten Endes macht. So viel erstmal dazu. Praktisch, soweit alles ready. Die Lösung hier finde ich extrem geil. Das ist unser Wasserbehälter, unser Ausgleichsbehälter. Der steckt quasi auf der Saugseite vor der Pumpe. Das heißt, wenn im ganzen System mal zu wenig Wasser ist, zieht er sich das hier raus. Normalerweise zieht er sich aus dem ganzen System, aber in dem Fall von hier.
Und natürlich an allen Stellen Sensoren, dass wir den Wasserdruck messen. Also hier messen wir zum Beispiel den Wasserdruck. Da ist ein Sensor. Da in der Mitte sieht man, da messen wir einfach Kurbelwellengehäusedruck, da messen wir nochmal Öldruck hinter dem Motor. Ach, und ja, was wir nicht alles messen. Ne? So, jetzt zum Thema Zahnriemen. Erstmal zeige ich euch, was ja passiert war. Das ist unser Rad. Warte mal, ich laufe hier mal so mit dem Motor rum. Und das war der alte blaue Zahnriemen. Und der ist ja beim Fahren immer, weil scheinbar die Zahnung, also die Teilung passt nicht ganz. Und je weiter es drin liegt, je mehr sieht man hier, passt Zahn auf Zahn nicht mehr. Mhm. So, was habe ich gemacht? Bin zur Audi gefahren, habe mir einen originalen Zahnriemen gekauft. Mit Garantie. Und jetzt hoffe ich mal, dass das Video nicht gleich zu Ende ist, weil der genauso bescheiden passt. Gehe aber auch nicht davon aus. Isorain, Marke, die ich noch nie gehört habe. Aber das ist der originale, der aus dem Werk. Das ist einfach ein originaler RS4. Ja, ob der im Werk damals auch drauf gebaut wurde? Aber krass, guck mal. Da sieht man sofort den Unterschied. Also der legt sich wirklich einfach, der legt sich da einfach drauf und drum und fertig. So, das heißt, wir nehmen jetzt einen originalen Riemen. Zweite Sache ist, der Andi, The Tuner, jeder, der ein bisschen Fable für ein RS4 hat, geht mal Österreicher The Tuner auf den Online-Shop von denen. Die bauen mittlerweile wirklich fast jedes Teil nach für den RS4, was entfallen ist. Also da muss ich nochmal meinen Respekt und also Anerkennung, dass es tatsächlich jemand gibt, der die RS4-Flagge so hoch hält, weil was die Jungs mittlerweile alles an Sachen nachbauen, sei es Plastikteile, Wasserabdeckung, Schläuche, da gibt es mittlerweile echt viel. So, und hier haben wir den hydraulischen Spanner. Also dieses Teil hier spannt den Zahnriemen vor. Normalerweise ist hier ein Hydroelement, da zieht man einen Stift raus und das Ding spannt sich automatisch vor. Da hatten wir aber tatsächlich bemerkt, dass die Kraft von den Ventilfedern so hoch ist, dass wenn ich den Motor lange stehen lasse, die Nockenwelle sich gegen die Ventilfedern zurückdrehen will und in dem Moment drückt sich der Spanner wieder zusammen. Und das kann passieren, dass wenn man den Motor startet, der Zahnriemen überspringt und alle Ventile einmal schrutzelt. Deswegen jetzt hier im mechanischen, den wir einfach über den Stehbolzen, über die Einstellschraube hier passend einstellen können. Und der kann sich natürlich auch nicht entspannen. Was müssen wir jetzt allererstes machen? Zerlegen. Ich wollte es nur noch nicht zerlegen, weil ich fand, dass es so geil aussieht, dass ich euch einmal unbedingt zeigen musste. Weil irgendwie mit dieser Ansaugbrücke oben drauf, man kann so geil diese Ansaugwege jetzt sehen. Was mit der alten Ansaugbrücke natürlich so gar nicht möglich war, weil die alte war mehr wie so ein Kasten und die ganze Luft musste da so einmal, übertrieben gesagt, so rum. Und hier kann die jetzt wirklich ganz flach so durch in den Kopf reingehen. Ne? Also viel besser geht schon bald gar nicht. Das wollte ich euch unbedingt einmal zeigen. Das nehme ich jetzt ab und dann geht's los. Jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Video. Was machen wir? Also, Thema Steuerzeiten. Was sind Steuerzeiten? Wir haben die Kurbelwelle und wir haben die Nockenwellen. Die Kurbelwelle dreht doppelt so viel wie die Nockenwellen. Liegt einfach daran, wir haben einen Viertaktmotor. Das heißt, wir haben vier Takte für einen Durchlauf und zwei Takte davon sind auf einer Kurbelwellenumdrehung und die anderen beiden Takte sind auf der nächsten Kurbelwellenumdrehung. Da wir aber eine Nockenwelle haben mit einem Nocken drauf, da sieht man hier schön, kann man diesen Nocken bei einer Drehzahl ja nicht weglassen. Das heißt, der dreht sich ja immer in die Richtung und ist immer einmal auf. Und genau deswegen dreht die Kurbelwelle zweimal und die Nockenwelle nur einmal. Sonst müsste man nämlich, wenn Nockenwelle und Kurbelwelle gleich viel drehen, müsste man das irgendwie machen, dass der Nocken auf einmal weg ist, was nicht geht, weil man halt nur zu einem einzigen Zeitpunkt von den vier Takten diesen Nocken braucht. Das heißt, Kurbelwelle und Nockenwellen sitzen in einer bestimmten definierten Position zueinander. Das ist eine bestimmte Lage, die sie haben. Und genau diese Lage nennt sich Steuerzeit und müssen wir einstellen. Man kann jetzt einfach auf serienmäßige OT-Werte gehen. Das sind zum Beispiel jetzt selbst bei diesen Nockenwellen hier die beiden planen Flächen. Das heißt, man schraubt hier einfach eine Platte drauf und schon heißt das, ah ja, alles klar, der ist jetzt in OT, oberer Totpunkt. Das heißt, der Kolben steht ganz oben, Zahnriemen drauflegen, fertig. Das mag auch für viele Motoren serienmäßig vollkommen reichen. In diesem Leistungsbereich sind es halt wirklich Nuancen, die von Steuerzeiten darüber entscheiden, ob ein Motor eher im unteren Bereich, im oberen Bereich und so weiter funktioniert. Es gibt allerdings keine Patentlösung dafür. Das heißt, man muss solche Motoren definitiv eigentlich auf dem Prüfstand einmal abfahren. Deswegen haben wir hier ein paar Räder gebastelt, die einstellbar sind, damit wir auf dem Prüfstand relativ einfach die Steuerzeiten verstellen können. Das heißt, wenn man jetzt guckt, kann man innen zu außen verstellen über das Langloch. Das heißt, wenn wir jetzt auf dem Prüfstand wissen, wir wollen die Nockenwellen später aufgehen lassen, dann können wir einfach die hier losmachen und den Motor minimal weiterdrehen. Die Nockenwellen bleiben in der gleichen Position und man macht das wieder fest. Das wiederum heißt allerdings, dass wir Auslass und Einlass zueinander verstellen. Was heißt Auslass und Einlass zueinander? Auslass und Einlass zueinander ist die sogenannte Spreizung.
Weil bei einem Viertaktmotor ist es immer so, es kommt der Takt, wo der Kolben wieder nach oben geht. In dem Moment geht die ganzen Abgase durch den Ausgaskanal aus dem Motor raus und irgendwann kommt der Punkt, obere Totpunkt, alle Abgase sind draußen, der Kolben geht wieder runter, in dem Moment geht das Einlassventil auf, damit die Frischgase wieder rein können. Und dieser Punkt zwischen Auslassventil geht zu und Einlassventil geht auf, das ist die Überschneidung. Diese Überschneidung kann man zum Beispiel bei einem VR nicht einstellen, weil Auslassnocken und Einlassnocken fest auf einer Welle sind. Das heißt, die kann man nicht verstellen, weil die einfach gusstechnisch auf einer Welle sind. Bei dem Motor hier allerdings ist es so, wir haben hier eine Auslasswelle und wir haben hier eine Einlasswelle und dazwischen ist die Kette. Und diese Stellung zueinander können wir tatsächlich über Langlöcher hier, sieht man minimal mit Imbusschrauben, wenn du da so rumgehst, einstellen. Das heißt, auch in diesem Kettenrad sind Langlöcher drin und wir können quasi die Auslasswelle zur Einlasswelle verstellen. Genau das gleiche macht auch der Nockenwellenversteller hier. Das heißt, dieser Nockenwellenversteller hier hat zwei Aufgaben. Einmal zu der einen Seite spannt er die Kette vor. Das heißt, in dem Moment, wenn der Motor Öldruck hat, geht dieser Öldruck auf den Spanner und schiebt die Kette auseinander, beide, dass die einfach nur vorgespannt sind. Das ist schon mal die Spannfunktion. Dann kann man die auch noch antakten und in dem Moment fährt der komplette Spanner, dieses zweite Element, was man hier sieht, fährt dann rein bzw. raus. Warum rein oder raus? Eine Nockenwellenverstellung ist dafür da, die Einlasswelle auf früh zu stellen. Das heißt, wir sind in dem Moment, Kolben geht hoch, Auslassventil ist auf, Kolben geht wieder runter. Wenn wir jetzt in die Drehmomentstellung wollen, das ist meistens bei niedrigen Drehzahlen, will man, dass die Einlasswelle möglichst früh aufgeht, dass möglichst früh frisch Gase in den Brennraum können. Das heißt, wir stellen die Welle auf früher. Das heißt, in diesem Zyklus, wo eigentlich die Abgase noch rausgehen, geht die Einlasswelle schon auf. Das heißt, im oberen Totpunkt ist sie nicht 1 mm auf, sondern schon 5 mm und geht dann noch weiter auf. Und das machen diese Spanner. Da bei diesem Motor aber beide Einlasswellen innenliegend sind, heißt das, dass die Drehrichtung anders ist. Weil wir sind einmal, wenn der Zahnriemen sich so dreht, sind wir quasi einmal vor der Einlasswelle, vor der Auslasswelle und einmal dahinter, einmal davor. Und genau deswegen muss auf der einen Seite der Spanner zum Verstellen rauskommen und auf der anderen Seite muss er reinkommen, weil die Nockenwellen sich quasi so rum und so rum verstellen. Uns geht es jetzt darum, zwei Sachen einzustellen. Wir können einmal einstellen, wie die Nockenwellen im OT stehen, wie viel Hub sie haben, heißt 2 mm, 3 mm. Und damit geben wir auch quasi vor, welche Spreizung sie haben, also wie groß die Überschneidung ist. Diese Überschneidung später auf dem Prüfstand einzustellen, wird richtig, richtig Action. Ich habe das mit Björn damals tatsächlich gemacht, weil wir müssten dann hier ran und müssten tatsächlich die Kettenräder aufmachen und verstellen. Das ist natürlich 10-mal mehr Action bei diesem Motor, als einfach nur die Zahnriemenabdeckung abzunehmen und das Kettenrad zu verstellen. Nockenwellenrad, sorry. Problem ist nur, verstellen wir das Nockenwellenrad, dreht sich über die Kette die Einlasswelle mit. Deswegen definieren wir heute einmal die Überschneidung, die Spreizung. Und dabei belassen wir es dann auch erstmal und stellen auf den Prüfstand, wenn dann nur beide Wellen zusammen ein. Das ist die kleine Variante. Ich sage jetzt mal, auf dem Motorenprüfstand könnte man auf jeden Fall beides machen, aber für uns wird das so erstmal reichen. Wie stellen wir das Ganze ein? In dem Fall Nockenwellen von Debilas. Spezial, spezial, alles was geht. Haben, glaube ich, 296 Grad. Also ich habe noch nie so krasse Wellen für einen V6 gehabt. Sieht man auch ganz gut daran, kann ich euch jetzt gerade nicht zeigen, zeige ich euch aber später mal, dass diese Einlasswelle kommt wirklich hier schon fast gegen. So viel Hub haben die. Das heißt, wir richten uns da mal spreizungstechnisch an den Wert des Herstellers. Das heißt, der Hersteller gibt jetzt als Beispiel vor, Auslasswelle soll 3 mm Hub im OT haben, Einlasswelle soll 2 mm haben, dann ist das die feste Spreizung. 3 mm, 2 mm. Wenn man das Ganze jetzt in eine Ventilerhebungskurve packen würde, würde man sehen, das sind, keine Ahnung, 120 Grad Abstand zwischen den Nockenpunkten. Wenn wir das Ganze jetzt über die Auslasswelle verstellen, bleibt das gleich, diese Spreizung, weil wir verstellen ja beide Wellen zusammen. Das heißt, das werden wir tun. Als allererstes müssen wir jetzt den Zahnriemen drauflegen. Dafür müssen wir alle einigermaßen in OT bringen. Die hier sind in OT. Auf der Seite hier sind wir, glaube ich, nicht in OT. Ne? Hier müssen wir die Welle ein bisschen verdrehen. OT siehst du jetzt daran, wie die Nockenwelle jetzt gerade steht? Also, also Teil 1 des OTs ist, wenn wir Nockenwellen mit einer Markierung haben, dass wir davon ausgehen, dass die Markierung hoffentlich richtig ist. Ich würde es jetzt folgendermaßen dran sehen. Wir haben ja die ganze Zeit darüber gesprochen, dass im OT Auslass und Einlass offen ist. Das ist ja die sogenannte Überschneidung. Und wenn wir uns jetzt beide Nockenwellen angucken,
muss es einen Zylinder geben, wo dementsprechend beide ein bisschen auf sind. Hier sehen wir, Auslass guckt nach da, der Zylinder kann es nicht sein. Hier sehen wir, Einlass guckt nach da, der kann es auch nicht sein. Hier sehen wir allerdings minimal Auslass auf und hier sind wir minimal Einlass auf. Das heißt, das ist unser Zylinder, mit dem wir gerade im OT sind. Das heißt, hier drehe ich jetzt mein Tool rein und werde feststellen, dass der hier auf OT ist. Übrigens, jedem, dem das zu technisch ist, ich mache euch eine Infokarte rein. Wir waren mal bei Debilas ursprünglich mal wegen Lambo-Nockenwellen und sind wirklich richtig ins Detail gegangen mit Erhebungskurven, Überschneidungen und so weiter. Kerzengewinde, Kolben geht hoch. Hier hat man eine Uhr und man sieht auf der Uhr, geht weiter, weiter, weiter. Irgendwann ist der Punkt erreicht und es geht wieder zurück. So kann man ganz genau ausmessen, wo der Kolben definitiv im OT ist. Hier sehen wir relativ einfach, dass wir auf jeden Fall weit davon entfernt sind. Deswegen müssen wir den hier jetzt drehen. Hier sieht man jetzt schön, ich drehe die Auslasswelle und Einlasswelle dreht sich mit, logischerweise, weil sie mit der Kette dauerhaft verbunden ist. Das ist immer ein bisschen eklig, gerade mit so starken Ventilfedern, weil es springt gerne. Deswegen lasse ich da noch immer gerne den Schlüssel drin, so als halbe Arretierung. So, jetzt wissen wir, dass beide ungefähr auf OT sind. Das heißt, in dem Bereich kurz vorher, nachher kann kein Ventil dem Kolben im Weg sein. Das heißt, ich drehe jetzt einfach den Motor ein bisschen zurück. So, und jetzt kann man hier, wenn man so ein bisschen vorsichtig hin und her dreht, sieht man, dass irgendwann der Punkt kommt. Es geht weiter, weiter, weiter. Wir brauchen genau den Punkt, wenn es nicht mehr... Wo es ganz oben ist, ne? Genau, wo es dann quasi wieder zurückgeht. Ist natürlich schon im Arsch, die Anzeige wieder. Da, jetzt kommt der Punkt. Warte, ich gehe mal ein bisschen zurück. Mhm. Jetzt geht's wieder zurück. Ah, okay. Bei VW in der Werkstatt oder bei Audi würde man jetzt einfach den Riemen draufschmeißen, alles festziehen, fertig. Und hier? Hier nicht, weil wir so viele verschiedene Einstellmöglichkeiten haben. Dieses Rad hat hier einen Konus. Das heißt, gleich wenn ich es das erste Mal mit der Schraube festziehe, hat das seine Position auf der Auslasswelle. Wir wollen ja aber nicht nach der OT-Markierung gehen, sondern wir wollen ja einen gewissen Hub im OT haben. Das heißt, wir wissen, die Kurwelle ist jetzt in der richtigen Stellung. Jetzt müssen wir mit einer Messuhr auf den Stößel gehen. Ich zeige das jetzt mal so ganz übertrieben. Und messen hiermit gerade den Hub des Nockens. Weil dieser Nocken liegt unten gerade schon ein bisschen an und drückt das Ventil schon ein bisschen auf. Und wir wollen ganz genau definieren, wie viel das Ventil aufsteht. Das heißt, ich mache jetzt gleich die Uhr hier so fest, klack, und kann dann über den Sechskant, wie auf der anderen Seite, die Auslasswelle genau so verdrehen, dass sie 2 mm hat und dann ziehen wir die Schraube fest. Und dann wissen wir, die steht zumindest erstmal grob bei 2 mm. Dann müssen wir natürlich den Motor durchdrehen und können dann über die Langlöcher es nochmal ein bisschen nachkorrigieren. Fürs Erste sind wir jetzt hier schon mal so grob. Jetzt kommt nämlich die große Frage für die Schrauber unter uns. Wie rum legt ihr einen Zahnriemen auf oder generelle Riemen? Weil ich bin jemand, ich brauchte irgendwann mal eine Methode, wie ich den Riemen immer wieder gleich drauf lege, weil ich hatte immer ein bisschen Angst, wenn ich den Motor zerlege. Und der lief erst so rum, ich baue den Motor wieder zusammen und jetzt läuft der Riemen andersrum von der Drehrichtung. Ja? Deswegen habe ich mir angewöhnt, ich baue ihn immer so an, dass man die Zahlen lesen kann. Macht jeder anders. Aber ist theoretisch egal, oder? Ja, also er hat keine Laufrichtung. Er hat keine Laufrichtung, heißt, kann einfach irgendwie drauf. Jetzt können wir den hier rüber schon mal so grob ein bisschen spannen, weil, wie gesagt, die Räder hier gerade drehbar sind. Das Rad ist auch drehbar. Guck mal, jetzt sieht man hier gerade, in dem Moment, wo ich den Riemen spanne, zieht er ja hier rüber. Und das Rad verstellt sich schon, weil die Nockenwelle ist ja gerade logischerweise arretiert. Deswegen verstellt sich das Ganze hier schon leicht. Aber ich ehrlich gesagt bin auch ein Fan von dieser mechanischen Einstellung jetzt, weil es ist schon cool. Also man kann das schon so einstellen, wie man es gerne hätte. Ein Problem haben wir zur Sekunde, das gefällt mir nicht ganz so. Diese Scheibe, die jetzt gerade hier zwischen ist, das ist die originale Brücke für OT. Das heißt, man kann hier eine Brücke draufsetzen und automatisch sind beide Auslasswellen auch auf OT. Ehrlich gesagt brauche ich die eigentlich gar nicht mehr, weil ich eh damit nicht arbeite, weil ich messe es eh immer so ein. Ich muss sie jetzt gerade aber zwischenmachen, weil ich darüber die Räder vorspanne. Das ist aber der Grund, warum ich das Rad hier gerade nicht mehr frei drehen kann, weil es kommt gegen die Schrauben. Also ich könnte es jetzt schon hier noch einstellen, aber die Grundposition wird erstmal schlechter sein. Das heißt, ich würde jetzt Folgendes machen. Ich würde tatsächlich von diesen Dingern hier kurz einmal
kreisrund wegschneiden, dass wir das nur zum Vorspannen mit der Schraube nehmen. Ja. Und schon können wir das deutlich besser einstellen. Dann, wie gesagt, hier drauf eine Auslasswelle rausdrehen. Deswegen muss ich hier leider auch frei drehen können. Auslasswelle rausdrehen, reindrehen auf 2 mm Hub, festziehen, andere Seite genauso und wir sind auslassmäßig schon mal safe. Aber ich flex mal einmal kurz die Beinscheiben hier. Also, wir haben alles montiert, heißt Uhr, Zahnriemen. Noch sind beide Räder aber nicht festgezogen. Das heißt, jetzt gerade sind beide Auslasswellen noch drehbar in dem Rad. Als allererstes, filmen wir hier so rüber, geht es jetzt um die Seite. Wir fangen an, immer noch mal zur Kontrolle gucken, ob wirklich noch OT ist. Ja, jo, sieht gut aus. So, jetzt haben wir die Uhr genullt. Beim Auslass, man muss sich immer reinversetzen, ob wir jetzt gerade an einem Ventil sind, welches zugeht oder aufgeht. Im Auslass ist es jetzt folgendermaßen, das Ventil geht zu. Das heißt, wir müssen jetzt einmal die Welle so drehen, dass wir am Nullpunkt sind. Das ist in dem Fall nicht viel. Hier sieht man es auch ganz gut. Mhm. So, hier sind wir jetzt null, jetzt können wir die null Uhren, die Uhr nullen. So, und jetzt drehe ich die Welle so weit zurück, dass wir 2 mm Hub haben, weil De Bielas sagt, sie wollen im Auslass 2 mm haben. Ich habe ja gesagt, wir stellen das Ganze erstmal auf die Angabe des Herstellers. Jetzt ziehen wir hier fest. In dem Moment ziehen wir jetzt das Rad erstmal auf den Konus von der Nockenwelle. Verstellen können wir das Ganze immer noch am Ende hier über die Versteller, aber wir wollen natürlich einigermaßen mittig sein. Das war jetzt die eine Seite. Und man sieht selbst jetzt schon, ja, das werdet ihr auf der Kamera nicht sehen, ich sehe es aber. Angenommen, wir hätten hier ein Lineal einfach nur draufgeschraubt, ist das hier definitiv nicht gerade, sondern die Welle ist schon leicht zu einer anderen Stelle. Jetzt müssen wir das gleich auf der anderen Seite machen. Auf der anderen Seite ist jetzt zur Sekunde aber das Problem, dass wir ja gerade gar nicht auf der Seite im OT sind. Also man misst ja immer einen Zylinder zu oben den passenden Nocken ein. Das heißt, wir müssen jetzt auch hier eine Seite in OT bringen. Jetzt gucke ich als erstes, welche Seite das als nächstes sein wird, weil wir müssen jetzt Nockenwelle als auch Motor gleichzeitig langsam durchdrehen, ohne das Ventil aufsitzen. Das ist dieser hier. Weil man sieht, dass hier der Auslassnocken gerade voll auf ist. Das heißt, wenn wir den Motor jetzt weiterdrehen, wird der Auslassnocken zugehen und das ist dann der Moment, wo wir hinwollen. Pass auf, das heißt, wir machen jetzt Folgendes. Wir nehmen jetzt unsere Uhr hier raus. Drehen Sie ein. Wir können den Motor jetzt zur Sekunde nicht durchdrehen, weil das Rad noch nicht festgezogen ist. Ich könnte jetzt natürlich hier das Rad einmal festziehen, den Motor durchdrehen und dann quasi das Rad von dem Konus wieder abziehen. Da ich mir den Schritt aber gerne sparen will, weil ich faul bin, will ich ihn jetzt langsam quasi in den nächsten OT-Zyklus drehen. Also wir machen jetzt Folgendes. Der Motor dreht rechts rum. Zack, ihr werdet nämlich sehen, dass er hier weitergeht. Also angenommen, ich würde ihn jetzt komplett durchdrehen, würde Folgendes passieren. Ich würde mit dem Kolben gegen das Auslassventil kommen, weil, wie ich gerade erklärt habe, jetzt gerade steht Auslassventil auf. Das heißt, da kommt er dann irgendwann gegen. Das heißt, wir machen als allererstes Folgendes. Ich drehe jetzt logischerweise den Motor erstmal weiter. Das heißt, ich überdrehe ihn jetzt hier. Zack. So sind wir nämlich schon richtig. Jetzt sehe ich, dass Einlassventil minimal auf ist und Auslassventil. Das heißt, wir müssten jetzt eigentlich in der OT-Stellung von dem Zylinder sein. Wir können ihn jetzt hier... Der Uhr müssen wir ein bisschen aufpassen. Junge, die Federn haben aber auch Saft. Mhm. Ja. Guck, jetzt kommt er langsam im OT. Das ist jetzt grob erstmal OT. Geil, wenn wir jetzt zwei Metallplatten hätten. Haben wir aber nicht. So, stellen auch die wieder auf Null. Jetzt drehen wir auch hier die Nockenwelle leicht raus. Ne, falsch, wir müssen jetzt ja erstmal rausdrehen, bis wir auch hier auf ganz Null sind. Und den hier anziehen. So, und schon haben wir immerhin unsere Basis. Jetzt können wir ihn mit einem guten Gewissen durchdrehen, ohne dass wir ein schlechtes Gewissen haben müssen. Das Knallen ist jetzt immer, das sind die Nockenspanner, da komme ich gleich drauf. So, jetzt, damit ich gleich nicht komplett durchdrehe, ich hole einmal die passende Nuss mit einer Knarre. So, jetzt haben wir unsere Grundeinstellung drin.
Das heißt, jetzt können wir mit gutem Gewissen das Ding durchdrehen. Das Kleid war richtig eklig, ne? Mhm. Ja, diese Spanner sind echt. Ja, da kommen wir später gleich nochmal drauf. Das ist halt, da ist jetzt kein Öl drin. Jetzt sieht man nämlich jetzt schon, da ich die Verstellung hier offen habe, verstellen wir jetzt gerade schon ein bisschen die Auslasswelle. Ich empfehle immer, als erstes die Seite einzustellen, ganz einfach. Wir drehen so rum, das heißt, er zieht hier. Das heißt, er zieht als erstes daran und zieht dann hierin. Das heißt, angenommen, wir würden erst die Seite einstellen, kann es tatsächlich passieren, dass wenn wir die Seite verstellen, er die wieder mit verstellt. Deswegen immer die Seite, die als erstes in Zugrichtung am Riemen ist. Dass er sich durchdrehen lässt, ist auf jeden Fall auch schon mal ein gutes Zeichen. Dann würde mich jetzt auch wundern, wenn er sich nicht durchdrehen lassen würde. Ja, es hätte auch sein können gerade, dass die Einlassseite so falsch ist, dass die Einlassseite irgendwo halt hinkommt, ne? Boah, ja. Kann ja schon sein. Also ich kann wirklich beim Einmessen nur empfehlen, man muss sich einfach einen Kopf machen, wie das Ganze vom Nocken her aussieht, damit man einfach OT und so weiter immer einfacher findet. Ich weiß jetzt gerade, dass wir an den Punkt wollen, wo die Auslasswelle fast wieder zu ist. Das heißt, ich sehe jetzt, wenn ich drehe, der Auslassnocken kommt jetzt gleich erst. Das heißt, ich bin von OT noch entfernt. So, jetzt geht der Auslassnocken langsam auf. Das heißt, jetzt gleich kommt langsam OT. Das war jetzt leider schon zu viel, weil in dem Moment, wenn ihr den Riemen gespannt habt, muss man ihn wirklich immer durchdrehen. Also ich empfehle ihn nicht gegen den Uhrzeigersinn zu drehen, weil in dem Moment zieht man halt auf der Seite vom Riemen. Und das ist auf jeden Fall nicht gut. So, kurz bevor der Nocken anfängt, Hub anzubauen, nehmen wir jetzt unsere Uhr, platzieren den hier drauf. Wenn jetzt nicht genau die Uhr natürlich weg wäre, nullen das Ganze. Jetzt sieht man gleich, jetzt fängt der Nockenhub gleich an. Zack, jetzt geht's auf. Mal gucken, die Wellen sollen auf der Auslassseite über 12 mm haben. Eigentlich ist es wirklich dumm, das halt mit einem Video zu machen, weil es ist wirklich mit einer der genauesten Arbeiten an so einem Motor. Und hätte ich jetzt einen Millimeter weiter gedreht, wäre hier knack gewesen, weil sich halt auch ganz gerne da drin immer mal was verheddert. Wie es jetzt hier in dem Fall der Fall war. Also, es ist wirklich, ich empfehle es wirklich, schickt alle Kumpels nach Hause, macht die Musik aus und macht es wirklich ganz alleine, ganz in Ruhe, sonst wird es leider schief gehen. Das ist beim Steuerzeiten einmessen, also das ist wirklich eine der Sachen, am meisten Ruhe braucht, ist leider so. Okay, können wir so rum nicht machen, das heißt, wir müssen jetzt auf der Auslassseite Folgendes machen. Wir müssen ihn in OT drehen, dann packe ich die Uhr auf die Tasse, nulle die Uhr und drehe ihn dann raus. Und in dem Moment sehen wir quasi, wie viel Hub theoretisch da war. Geht nur so rum. So, das heißt, wir drehen jetzt auf OT. Weiter. So, das ist jetzt OT. Jetzt packen wir die Uhr drauf. Nullen diese. Drehe ich ihn langsam raus. 2,4. So, wir wollten auf, ich gucke nochmal zur Sicherheit ins Datenblatt. Ich meine auch, wir wollten 2, also die Bielers wollte 2 und 2,5, Auslass 2,0. Das heißt, wir sind jetzt 2,4 mm, 0,4, sorry. Wir können ihn jetzt wieder in OT drehen. So, jetzt machen wir die Uhr drauf, nullen diese, drehen das Rad auf. Wir wissen jetzt ja, dass wir zu viel Hub hatten. Das heißt, wir müssen die Nockenwelle weiter drehen. Der Nocken muss weiter weg. Und zwar 0,4 logischerweise weiter. Ja. Verkackt, weil die Uhr war im oberen Anschlag. Das heißt, ich drücke die Uhr einfach mit nach oben. Das heißt, wir können jetzt hier nur festziehen, weil wir haben es hier ein bisschen verstellt gerade. Mhm. Und wieder neu messen. Ja, das ist übrigens der Grund, warum ich meine Motoren immer gar nicht erst einfahre, weil die sind eingefahren, bis ich mit Vermessen fertig bin. 1,7, ne? Ja. Okay. Wieder durchdrehen. So,
Das hat mal 1,7, ne? Das 1, heißt 1,7, wir brauchen. Das heißt, 0, in 3. dem Fall müssen wir sie jetzt 0,3 reindrehen, die Nockenwelle. Reindrehen heißt in dem Fall so. Was schon mal gut ist, wir sind ziemlich in der Mitte von den Langlöchern. Das heißt, wir können am Ende auf dem Prüfstand in beide Richtungen verstellen. So, jetzt müsste es eigentlich passen. Wir machen natürlich eine letzte Kontrollmessung. Das heißt, auf OT drehen. Ich empfehle auch wirklich immer lieber zu viel durchdrehen als zu wenig, weil so setzt sich einfach der Zahnriemen dahin. Das war schon wieder zu weit. Wo man ihn am Ende haben will. Ah, Alter, Punktlandung. Boah. Ganz ehrlich, wäre es jetzt 1,9 oder 2,1, hätte ich es genauso gelassen, weil wir haben aktuell gar keinen Referenzwert. Wichtig ist nur, dass beide Seiten gleich sind. Das heißt, das Gleiche machen wir jetzt einmal auf der Seite, auf der Auslassseite, und dann geht es um die Einlassseite. Das mache ich einmal kurz alleine. Wenn ihr allerdings dachtet, die Auslassseite ist die Seite, die Spaß macht, nein, die Einlassseite macht noch mehr Spaß. Erstmal zeige ich euch mal hier, wie krass die Nockenwellen sind. Da seht ihr mal, wie wenig Platz hier ist. Also mehr wäre auch nicht gegangen, dann hätten wir anfangen müssen, den ganzen Kopf zu behalten. So, Thema Einlassseite. Wir haben bei diesem Auto eine Nockenwellen-Einlassverstellung. Das heißt, wir können im Betrieb die Einlasswellen von ihrer Phasenlage, wie ich Anfang des Videos erklärt habe, verstellen. Das Ganze macht man folgenderweise. Hier ist ein Spanner und ein Versteller. Wir wollen jetzt natürlich die Leistungsstellung einmessen und nicht die Drehmomentstellung, weil es geht ja dabei, dass wir maximal oben raus die perfekte Position finden. Das heißt, das ist der Zustand, wo der Spanner nicht aktiviert ist. Das ist in diesem Fall, wenn die Kette ganz unten ist. Das heißt, in diesem Zustand jetzt gerade wird mit Öldruck quasi einfach nur die Kette gespannt und durch das Durchdrehen, man zieht ja hier dran, so rum dreht der Motor. Das heißt, er zieht automatisch den Spanner hier runter, logischerweise durch die Drehrichtung. In dem Moment, wenn die Einlasswelle in die Frühstellung soll, beide Wellen drehen sich so rum. Frühstellung, wie der Name schon sagt, die Einlasswelle soll früher gehen. Das heißt, die Einlasswelle soll weiter im Uhrzeigersinn früher sein, sich vordrehen. Damit diese Welle sich vordreht, wenn hier die Kette drauf liegt, heißt das, sie muss so. Das heißt, die Kette geht hier lang und die Kette muss nach oben gezogen werden. Wenn die Kette hier länger wird, geht die Welle in die Richtung. Das heißt, auf dieser Seite funktioniert der Versteller folgendermaßen, dass der Kolben hier rausfährt. In dem Moment zieht die Einlasswelle sich nach vorne. Auf der anderen Seite, da die Welle von der Lage her vor der Auslasswelle sitzt, funktioniert das Ganze genau andersrum. Das heißt, damit die davor ist, muss sie sich nach da drehen. Sie muss sich logischerweise, warte, jetzt muss ich einmal kurz überlegen, auf der Welle, auf der Seite dreht sie sich nach da, damit sie früher ist. Auf der Seite dreht sie sich auch nach da, dass sie früher ist. Da wir hier aber oben und unten sind, muss auf der Seite der Steller reingehen. Deswegen seht ihr auch, beim Durchdrehen ist er jetzt gerade schon maximal ausgefahren, weil wieder die Kette dreht sich so rum. Das heißt, sie zieht unten und drückt ihn somit raus. Das ist die entlastete Seite von der Kette. Das heißt, die Leistungsstellung ist auf der Seite, so wie es gerade ist. Wenn ich den Motor jetzt drehe, kann es aber passieren, dass er hier reingeht. Deswegen müssen wir auf der Seite gleich noch ein kleines Spezialwerkzeug zurechtflexen. Ich habe damals einfach, glaube ich, einen Gabelschlüssel aufgeflext, der genau hier drunter geht, damit wir auf der Seite den Steller maximal raus fixieren, auf der Seite maximal rein. Deswegen kann man die Steller auch untereinander nicht tauschen. Wenn man hier drauf guckt, zeige ich euch, obwohl die Steller identisch sind, Teile Nummer 87, Teile Nummer 88. So, und jeder, der schon mal mit VW Audi Teilen ein bisschen zu tun hat, weiß, dass ungerade Teile Nummern Fahrerseite, gerade Teile Nummern Beifahrerseite. Ist immer so. Vertauscht ihr die, funktioniert eure Verstellung nicht mehr. Schmeißt er sofort einen Fehler, weil er dann logischerweise die Wellen in die falsche Richtung verstellt. Die Verstellung ist für uns übrigens vollkommen egal, weil wir gar nicht den Platz zum Kolben haben. Es geht jetzt rein nur darum, wir brauchen das Teil zum Kette spannen und nicht mehr zum Verstellen. Deswegen messen wir jetzt rein die Position ein, die automatisch sich ergibt, dadurch, dass der da steht. Am liebsten würde ich das Ganze sogar hier fixieren. Ich würde nicht ausschließen, dass ich mir noch was bastel, was dauerhaft hier drunter bleibt. Also auf der Seite ist es relativ einfach. Und auf der Seite müsste man vielleicht ein kleines Gewinde oder so anschweißen. Ich guck mal. Weil am allerliebsten würde ich diesen Zustand, wie ich jetzt einmesse, für immer behalten, dass da nichts dran vibrieren kann. Und er auf der anderen Seite einfach die Kette spannt. Das wäre mein Traum.
Egal, hab schon wieder viel gequatscht. Also, der nächste Punkt ist, hier ist das Kettenrad, wo man dran einstellen kann mit Schrauben. Davor ist natürlich ein Deckel und dieser Deckel ist natürlich mit einer Schraube hinter dem Nockenwellenrad gesichert. Das heißt, das macht richtig Spaß. Aber jetzt gucken wir erstmal, wo wir stehen. Auf der Einlassseite geht das Ventil auf. Das heißt, wir können kurz vorher die Nadel auf der Tasse 0 und drehen jetzt einfach in OT und gucken, was da steht. 0,2, ne? Ja. Also nix. Hersteller Debilas wollte 2,5. Das heißt, wir drehen jetzt hier auf. Jetzt kommt der nächste Punkt, deswegen liebe ich die Einlassseite so. Hier ist kein Sechskant drauf zum Verstellen. Das heißt, wir können jetzt auch die Welle nicht so einfach drehen. Das heißt, wir müssen jetzt die Auslassseite verdrehen, während die Einlassseite steht. Das heißt, wir müssen jetzt mal richtig überlegen, wie wir das Ganze machen. Wir wollen 2,5. Das heißt, die Welle hat aktuell zu wenig. Das heißt, so wie sie jetzt gerade ist, ja, siehst du, das ist jetzt nämlich genau der Effekt. Normalerweise, so wie es jetzt gerade steht, müsste die Auslasswelle zurückgedreht werden. Also das ist der Punkt, wo die Auslasswelle noch nicht so weit ist. Ja, jetzt muss ich wohl über übel den Motor gegen die Richtung zurückdrehen. Ist jetzt auf der Seite nicht so schlimm, weil es jetzt für den Zahnrad erstmal nichts zu tun hat. Ne? So, wie viel? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Also ich kann jetzt hier einfach nur auf die Langlöcher gucken und dann müssen wir halt messen so lange, bis es passt. Ne? Was schon mal gut ist, hier tut sich was, aber da tut sich nichts. Aber 2,5 ist auch nicht gerade wenig. Ich habe jetzt wirklich einfach mal, das ist jetzt ein reines Schätzeisen, was jetzt allerdings ganz gut ist. Es geht jetzt gerade nur um Einlass zu Auslass. Das heißt, wir können ihn jetzt wieder auf OT drehen und gucken, was passiert. Weil ich habe ihn jetzt ja gerade zurückgedreht. Mhm. Jetzt müsste es mehr werden, ne? Bisher noch nicht. Ach doch. 1,1. Nee, jetzt habe ich es gerade verstellt. Ah. Das heißt, wir drehen jetzt zur Sicherheit wieder einmal durch. Nullen und Ruhe. War nicht ganz. 2,1. Krass. Aber nah dran. So. Ich kann euch schon mal die gute Nachricht mitteilen. Die gute Nachricht ist, da wir in Leistungsstellung angefangen haben, kann ich auf dem Prüfstand immerhin diese Seite, ohne dass ich die Kette abnehmen muss, wieder zurückdrehen. Das heißt, 2,5 ist eher eine Drehmomentstellung. Leistungsstellung heißt, je weniger der Einlasshub ist, je später die Welle aufgeht, die Einlasswelle, das ist eigentlich die Leistungsstellung. Das Ganze kippt allerdings irgendwo. Das heißt, wir werden am Ende irgendwo zwischen dem, also vom Bauchgefühl hätte ich weniger als 2,5 mm eingestellt. Aber wenn die Bilas das so will, dann machen wir das erstmal. Das heißt, wir wissen schon mal, dass wir aber auf jeden Fall in der Stellung so viel zurückdrehen können. Andererseits wird jetzt natürlich auch irgendwann der Anschlag kommen und wir können nicht weiterdrehen. Weil hier sind natürlich auch nur Langlöcher drin. Und wer weiß, wie lang die sind, ne? Ich glaube, da sind wir schon sehr nah am Ende. Oh. Da sind wir jetzt bei 3,2. Okay. Aber ist ja schon mal gut. Das heißt, wir wissen, dass die Verstellung schon mal gut ist. Das macht es schon mal einfacher, weil es hätte auch passieren können, dass wir jetzt den ganzen Mumpitz wieder zerlegen müssen und die Kette ein Glied versetzen müssen. Passiert auch. So, und jetzt haben wir nämlich den großen Vorteil. Jetzt können wir nämlich einfach in die Richtung weiter drehen. Ein bisschen. Ich weiß noch, um währenddessen ein bisschen was zu erzählen, wie ich das mit Björn das erste Mal gemacht habe. Und ich behaupte auch, dass das damals, das war so ein typisches Thema, was damals auf dem V6-Bereich noch nie so einer richtig gemacht hat, weil du das Original auch nicht einstellen kannst. Weil das Original ist hier kein Rad und so weiter. 2,1 wieder. 2,1? Ja. Okay. Also Mittelmaß brauchen wir. Immer nichts? Immer nichts. Immer noch 2,14. Ja, dann sind wir hier noch nicht im Verstellbereich. War natürlich wieder Anschlag. Ja, sehe ich auch, ja. Ja, das Problem ist, ich sehe die Uhr nicht selber. Mhm. Und es ist angeschweißt unten. Das heißt, ich müsste was Neues schweißen gerade. Was ich natürlich nicht will. Ah, 2,8. Das heißt 2,8 minimal zu viel. Gucken wir, ob die Uhr sich jetzt verändert. Ist ja gleichbleibend. Gleich bleiben? Ja. Weil ich weiß nämlich, woran es gerade lag. Wir können die Wellen zueinander natürlich nur verstellen, durchdrehen in die Richtung, wo die Kette gespannt ist. In der anderen Richtung würde ich die Kette ja wieder hochdrücken. In Spanner. Genau. Und das will er natürlich dann nicht. 2,3,2. 2,3,2. Okay. Das lassen wir jetzt mal so. Weil wir müssen ja auch die andere Seite noch machen. Und bis dahin haben wir es eh wieder noch ein paar Mal durchgedreht und ganz am Ende müssen wir eh noch mal eine Kontrollbremsung machen.
dann haben wir das jetzt so. Mhm. Aber mein Bauchgefühl sagt mir, dass 2-3 eigentlich auch ganz gut ist. Es wird schon wieder ein ellenlanges Video. Eine Sache machen wir denn noch. Das sind nur, bisher nur 15 Minuten. Also. Wir gucken einfach mal, inwieweit wir gerade Glück oder Pech haben, wie die andere Seite steht. Und dann verabschieden wir uns auch. So, Spezialschlüssel zum Spanner arretieren. Und jetzt heißt es Daumen drücken, dass es passt. Oh, immerhin. Besser als vorher, wenn wir. Immerhin, gar nicht so schlecht. 1-6. Okay, Leute. Ich würde sagen, damit verabschieden wir uns. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr konntet das Ganze ein wenig genießen. Technik vom Feinsten. Ich denke mal, euch raucht genauso der Kopf wie mir. Wir machen jetzt das in aller Ruhe noch ready. Und dann werde ich alle Schrauben nochmal durchgehen, einkleben, festmachen, Ventildeckel drauf. Im nächsten Video kommt der Motor rein. Ich würde gerne etwas ankündigen. Ich kann noch nicht versprechen, ob es klappt, aber ich würde gerne wie in alten Zeiten den Motor mit euch zusammen final live einbauen. Ich gebe jetzt mal das Ganze für diesen Sonntag 18 Uhr bekannt. Kann was dazwischen kommen, ich weiß es nie. Aber stellt euch mal darauf ein, dass ihr um 18 Uhr alle vorm Fernseher sitzt und mit mir zusammen das Ding reinschmeißt. Weil dann kommt er tatsächlich endlich final für immer rein. Geil. Ja, aber am Ende muss ich sagen, mir macht das Nockenwellen einmessen natürlich trotzdem immer Spaß, weil ich mag einfach diese Fummelarbeiten. Und immerhin klappt es. Auch hier 1,6. Wir müssen nicht die Kette verdrehen, sondern wir können es einfach so einstellen. Das heißt, ich kann jetzt ganz in Ruhe alleine den Motor einbaufertig machen, genießen. Ja, viel Spaß beim Schneiden. Danke fürs Zuschauen. Tschüss und bis Sonntagabend 18 Uhr. Überlegt euch schon mal jede Menge Fragen. Tschüss.